Mögt ihr Deutschland? Nein. Fucking Berlin. Ich mag Deutschland. Ich mag Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich mag. Das ist okay. Niemand sollte ein Land lieben. Niemand sollte ein Land lieben, weil ein Land liebt dich nicht zurück. Außer das Vatikan vielleicht. Wenn du ein bisschen jünger bist, dann. Liebt kein Land. Nee, ich mag Deutschland. Sie sind ein bisschen arrogant geworden, finde ich. Wir sind arrogant geworden. Kennt ihr Ai Weiwei? Ai Weiwei, der Künstler. Jemand weiß, worauf es hinausläuft. Ronald, kennst du Ai Weiwei? Ai Weiwei, großartiger Künstler. Lebt in Berlin. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Hat in den letzten 4 Jahren hier in Berlin verbracht. Hat Exil gefunden aus China. Und jetzt geht er. Geht jetzt, weil weiß ihm nicht mehr, er möchte nicht mehr in Deutschland leben. Und die haben ihn gefragt, hey, warum? Und der hat das folgendermaßen begründet. Er hat gesagt, die deutsche Gesellschaft ist zu selbstzentriert, um mich zu gebrauchen. Was das selbstzentrierteste Ding ist, was du sagen kannst. Niemand braucht Ai Weiwei. Nee, es ist schön, dass er hier ist, aber du läufst in einem brennenden Haus vorbei und du sagst, Hilfe, holt Ai Weiwei, wir brauchen eine Kunstinstallation, schnell, schnell. Aber ich finde, er hat trotzdem recht. Er hat trotzdem recht, weil das war nicht alles, was Ai Weiwei gesagt hat. Ai Weiwei hat außerdem gesagt, dass wir eine geschlossene Gesellschaft sind, dass wir nicht offen sind für neue Stimmen. Und er hat recht. Er hat absolut recht. Es hat sich sofort bewiesen, wie sehr er recht hatte. Weil sobald dieses Interview mit ihm rauskam, sind alle wütend zu ihren Rechnern gelaufen und alle haben dasselbe geschrieben. Die haben das geschrieben, was Deutsche immer schreiben, wenn irgendein Migrant oder ein Ausländer Deutschland kritisiert. Die haben alle geschrieben, geh doch zurück! Geh doch zurück nach Chinakistan, wenn es dir nicht gefällt! Entspann dich, Mann! Entspann dich! Deutschland ist nett, aber es gibt Luft nach oben. Weil schweben wir auf so einer Insel, die sind wir fucking perfekt? Wann ist das passiert? Du bist nicht perfekt. Jedes Mal diese Reaktion, Leute, bei den kleinsten Dingen, so, hey, meine Spätzle sind kalt, ja, geh auch zurück! Genau, wir sind eine Demokratie, ja, okay. Demokratie ist keine Ausrede für eine schlechte Küche. Wir sind arrogant geworden. Und ich gebe den Flüchtlingen die Schuld. Wartet, ich kriege euch, wartet. Lasst mich ausreden. Es sind über 1 Million Menschen in den letzten Jahren hergekommen. Aus Syrien, aus dem Sudan, aus Afghanistan, aus den furchtbarsten Kriegsgebieten dieser Welt. Die haben ihr Leben riskiert, um nach Deutschland zu kommen. Weil sie der Meinung waren, dass Deutschland das beste Land der Welt ist. Das beste Land der Welt. Und wir saßen hier in Deutschland, haben uns das angeschaut und uns gedacht, ja, ganz genau, Abdul. Wir sind das beste Land der Welt. Ganz genau. Schmecken dir die Spätzle? Ich glaube schon. Aber was wir vergessen haben, ist, diese Menschen sind aus den schlimmsten Gebieten der Welt hergekommen. Das sind keine guten Länderkritiker. Ihre Messlatte ist nicht hoch. Wisst ihr, was ich meine? Also, natürlich schmeckt dir eine Currywurst, wenn du vorher Steine gegessen hast. Natürlich fändest du Dessau gut, wenn du vorher in Aleppo gelebt hast. Deutschland ist wie das schönste Mädchen in einem Dorf in Brandenburg. Uff, wir haben die Kurve gedrückt. Vereinzelt, aber gut genug. Warum fragen sie überhaupt? Weißt du, warum fragen Journalisten ständig Ai Weiwei, was er von Deutschland hält? Das ist das Problem. Wisst ihr, warum die es machen? Weil ihr nicht wisst, wer ihr seid. Ihr wisst nicht, wer ihr seid. Das ist das Problem. Ihr habt keine fucking Ahnung,
wie ihr seid. Deswegen fragt ihr Ausländer. Ihr wisst nicht, was Deutschland. Na ja, fragt jeder Ausländer, der schon mal oder ein Migrant oder jeder, der schon mal ein Interview machen musste. Die erste Frage, die die Journalisten stellen: Was ist typisch deutsch? Was sagst du? Und ich dachte immer so, die fragen das aus Interesse. Aber jetzt weiß ich, die wissen es nicht. Ihr wisst es, es ist so ein Schrein. Was ist typisch deutsch? Wer sind wir? Sag es uns. Sag mir bitte, wer ich bin. Deswegen ist Kabarett so erfolgreich. Deswegen, Deutsche gehen ins Kabarett, damit irgend so ein Mann ihnen sagt, wie schlimm sie sind. Das ist ein bisschen... Deutsche Kabarettisten sind wie die Dominas dieses Landes. Einfach so, oh ja, du bist ein sehr böser Junge. Oh ja, ich bin sehr böse. Oh ja, oh, die Springerpresse. Oh ja, die Springerpresse. Oh ja, Hertha. Oh ja. Müsst selbst rausfinden, wer ihr seid. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Leute fragen mich, wer sind. Ich weiß nicht mal, wer ich bin. Ich weiß es nicht. Das ist, wisst ihr, wozu das führt? Es führt dazu, dass Ausländer jetzt versuchen, Deutscher zu sein als die Deutschen. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Wisst ihr, es führt zu Detlef die Soße. Das ist. Wollt ihr wirklich mehr davon? Leute sind der Meinung, dass sie alles vergessen müssen, was sie waren, bevor sie nach Deutschland kamen, um dazuzugehören. Das ist traurig. Du fragst Leute mittlerweile, Leute, die interessant aussehen, du fragst sie, hey, wo kommst du her? Aus Bielefeld? Na, halt's Maul. Du kommst nicht aus fucking Bielefeld, okay? Ich will mit dir, ich frage das nicht, weil ich dich diskriminieren will. Ich will mehr über deine Kultur. Willst du mir über die Kultur von Bielefeld erzählen oder was? Das ist traurig, wir verlieren sehr viel. Aber wir kriegen gute Tanzlehrer.